Schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge vom Böblinger Stadtgespräch. Wie immer natürlich hier aus der Böblinger Motorworld vom Böblinger Flugfeld. Und heute bei uns zu Gast Lennart Leibfried, der erste Vorsitzende vom HGH Holzgerlingen. Stellt sich gleich die erste Frage, HGH Holzgerlingen, was heißt es? Guten Morgen. Ja, HGH Holzgerlingen ist der Handels- und Gewerbetreibenden Verein der Stadt Holzgerlingen. Hier 7 Kilometer Luftlinie entfernt auf der schönen Schönbuchlichtung. Und da bin ich seit Anfang April zum ersten Vorsitzenden gewählt. Ich wollte gerade sagen, man darf es ja sagen, 34. Ja. In dem Alter darf man das noch sagen. Ja. Und wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gerätselt, wir wissen es nicht, aber höchstwahrscheinlich wohl der jüngste Vorsitzende. Ne? Also die Vereinsgeschichte geht ja bis ins Jahr 1986 zurück, da habe ich die nicht alle präsent, aber ich vermute mal, dass ich zumindest einer der Jüngsten bin, ja, wenn nicht sogar der jüngste Vorsitzende. Ja. Also 30-jährige Geschichte mittlerweile vom Handelsverein, Handels- und Gewerbeverein. Was steckt denn genau dahinter? Was wird denn da alles gemacht? Der Handels- und Gewerbeverein versucht, den Mittelstand, die regional ansässigen gewerbetreibenden Unternehmer zu bündeln, zu organisieren, eine Dachkonstruktion darzustellen, um eben für die in Holzgerlingen, überwiegend in Holzgerlingen ansässigen Gewerbetreibenden und Unternehmer eine vereinsähnliche Struktur zu bieten, aus denen es dann verschiedene Organisationen oder Events heraus gibt, mit dem Ziel, die Kaufkraft in Holzgerlingen zu halten, die regionale Kaufkraft zu stärken, die Gewerbetreibenden zu unterstützen. Und da versteht sich der Verein eben als eine Art Schirmherr, Organisator, der die verschiedenen Interessen zusammenbringt, mit einzelnen Teilbezirken oder Teilbereichen, beispielsweise einen Handwerkerstammtisch, der speziell versucht, die Handwerker zusammenzubringen, oder eben verschiedenen Events übers Jahr gezielt die Kaufkraft und den Handel und das Gewerbe in Holzgerlingen zu stärken. Wie viele Unternehmen sind mittlerweile jetzt gerade Mitglied? Wir haben aktuell 145 Mitglieder. Mhm. Tendenz, wenn auch langsam, aber steigend. Ist es schwierig, die Unternehmen zu überzeugen, dort beizutreten? Na, also denen auch die Vorteile darzulegen? Also bei den 145 sind natürlich schon fast eigentlich alle eingesessenen, alteingesessenen Unternehmen dabei. Die neu hinzukommenden sind meistens auch Unternehmer, die eben ihr Geschäftssitz nach Holzgerlingen verlagern und dann über diesen Verein, der ja sehr aktiv ist, Kenntnis erlangen und sagen, ja, da möchten wir mitmachen. Es ist eigentlich nach meiner Wahrnehmung nicht schwer, die Leute davon zu überzeugen, weil sie eben für den Mitgliedsbeitrag, den sie da leisten im Jahr, einen aktiven Verein bekommen, der viel macht, der bemüht ist, das also nicht nur so eine Vereinskarteileiche ist, die man halt irgendwo im Ordner ablegt, sondern es die Möglichkeit gibt, wenn der Gewerbetreibende das denn möchte, tatsächlich bis zu 3-mal im Jahr aktiv an Veranstaltungen, auch Großveranstaltungen teilzunehmen. Was sind das so für Veranstaltungen? Also es gibt jährliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Holzgerlinger Herbst, wo man eben in der Holzgerlinger Innenstadt im Herbst mit verkaufsoffenen Sonntagen versucht, nochmal den Leuten klarzumachen, dass sie gerne hier in der Stadt einkaufen können und sollen und das eben mit so ein bisschen Eventcharakter verbindet. Und dann alle 3 Jahre das große Holzgerlinger Gewerbe-Open, was jetzt dieses Jahr wieder ansteht. Große Leistungsschau, aber kommen wir gleich noch dazu. Was ist denn, es gibt ja, man kann ja immer wieder darüber lesen, gerade für viele Gewerbetreibenden auch in kleineren Städten gibt es ja immer wieder die größeren Herausforderungen, wie besteht man auch für die Zukunft. Ne? Ich meine, es gab ja die Diskussion um die Erweiterung vom Bräuninger Land in Sindelfingen, aber auch gerade der E-Commerce-Handel ist da ja so ein Faktor, der ja viele Gewerbetreibenden echt so als Gefahr sehen. Ne? Ist das, wie kann man sich da aufstellen? Gibt es da irgendwelche Hilfen, wo dann auch der Handels- und Gewerbeverein sagt, Mensch, richtet euch besser so oder so oder so aus? Kann man das irgendwie steuern? Also eine konkrete Unternehmensberatung in dem Sinne machen wir nicht. Wenn sich Mitglieder an uns wenden mit einer konkreten Hilfe, dann stehen wir dann natürlich mit Beratung und auch mit der Vermittlung an gegebenenfalls die entscheidenden und zutreffenden Stellen gerne zur Verfügung. Wir versuchen eben durch diese Veranstaltungen dazu beizutragen, dem Endkunden, dem Verbraucher zu sagen, du kannst deine Waren auch vor Ort kaufen, du musst nicht ins Bräuninger Land fahren oder nach Stuttgart fahren, in eins der dort jetzt groß wieder aus dem Boden gestampften Einkaufszentren, sondern du kannst es vor Ort machen.
Und dann ist es natürlich die Aufgabe des jeweiligen Gewerbetreibenden, den Kunden für sich zu gewinnen und ihm zu zeigen, wo sein Mehrwert ist, wenn er eben in Holzgerling einkauft und nicht in das nahegelegene Bräuningerland geht oder den E-Commerce nutzt. Wie merkt man das schon mittlerweile? Also gibt es da eine Fluktuation, dass es vielleicht auch den ein oder anderen wirklich alteingesessenen Gewerbebetrieb gibt, der da schon im Prinzip die Türen schließen musste? Also es gibt, die Mitglieder merken das, sind natürlich auch bemüht, irgendwo sich anzupassen. Es gibt ja jetzt auch hier in Böblingen oder ausgehend von der Kreiszeitung Böblingen dieses Kaufe dem Flecker Thema, wo auch einige Holzgerlinger Unternehmen sich mit Interesse daran beteiligt haben und auch immer wieder auftauchen. Also das Problembewusstsein ist natürlich da. Man versucht dem entgegenzuwirken, dass eigene Online-Plattformen, Online-Shops generiert werden, Click and Buy und Ähnliches. Ist ein Thema. Die Stadt in Kooperation mit dem Gewerbeverein und den Unternehmern hat jetzt zum Beispiel eine Holzgerlingen-App entwickelt, wo sich die primär die Stadt, aber eben auch in einer Unterrubrik die Gewerbetreibenden präsentieren können mit Verlinkung dann auf die Homepage. So versucht man, das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten. Ich merke, dass in den Mitgliedsbetrieben jetzt in einigen, nicht in allen, so eine Art Generationswechsel ansteht. Ja. Viele von denen, die ich aus Kinderzeiten noch kenne, gehen jetzt im elterlichen Betrieb stärker, werden dort stärker tätig oder übernehmen den sogar. Und damit kommt natürlich auch komplett neues Umdenken oder neues Gedankengut quasi in die Betriebe rein. Facebook-Auftritte, Internetplattformen, da merkt man schon, dass einiges im Wandel ist. Ja. Es gibt ja auch so ein Punktekärtle, was ja auch dazu beiträgt. Ne? Ja, eine sehr gelungene Einrichtung, Institution ist unser Punktekärtle. Hintergrund ist ja ähnlich wie bei so einer Mitgliedskarte. Die Endkunden registrieren sich fürs Punktekärtle. Die Gewerbebetriebe haben die Möglichkeit, sich als eine sogenannte Akzeptanzstelle zu bewerben und daran teilzunehmen. Der Endkunde kriegt, wenn er dann an der Akzeptanzstelle sein Kärtchen zeigt, eine Gutschrift auf dieser Karte und kann diese Gutschrift dann bei einem anderen Einkauf statt Bargeld einlösen und damit quasi bezahlen. Und so versuchen wir durch die Schirmherrschaft über das Punktekärtle eben die Kaufkraft in Holzgerlingen zu halten, weil das Einlösen dieses Guthabenkontos funktioniert halt wieder nur noch bei Akzeptanzstellen. Herr Leifried, vielen Dank für den Moment. Wir reden gleich weiter natürlich auch über die Holzgerlinger Open, die ja jetzt anstehen. Ein tolles Fest für die ganze Familie, über 2 Tage. Mehr dazu gleich. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Regio TV. So, und willkommen zurück hier beim Böblinger Stadtgespräch und bei uns immer noch Lennart Leifried, der erste Vorsitzende vom Handels- und Gewerbeverein Holzgerlingen. Und wir haben zuvor ja jetzt gerade schon viel über den Verein selbst gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich über das sprechen, was jetzt ansteht. Ja. Holzgerlinger Gewerbe Open ist ja nicht jedes Jahr. Nein. Ne, ist ja immer, wann immer? Eigentlich alle 3 Jahre, turnusmäßig. Mhm. Und jetzt steht es wieder an. Wann genau? Am 25. und 26. Juni findet das Holzgerlinger Gewerbe Open statt. Die Eröffnungsveranstaltung allerdings für eingeladene Gäste ist am Freitag, 24.06. Und dann für das Publikum geöffnet, 25. und insbesondere 26. Der Sonntag. Ja. Wo genau ist es dann? Ist es dann in der kompletten Stadt verteilt? Oder auf Nein, im Holzgerlinger Gewerbegebiet. Mhm. Also wenn man nach Holzgerlingen reist, im Prinzip ganz am Ende, die letzte Einfahrt nach Holzgerlingen rein. Da aber fast im ganzen Gewerbegebiet ist abgesperrt. Auch besondere
besondere Thematik. Die Schönbuchbahn fährt in einem kürzeren Takt, um möglichst viele kurzfristig auch zu uns bringen zu können und in Holzgerling im Gewerbegebiet. Und viele denken ja immer, wenn jetzt irgendeine Gewerbe-Open stattfindet, dann ist das halt irgendwie nur ein nüchternes Gewerbe, was sich vorstellt, sondern ihr macht euch ja schon relativ viel, also auch für die ganze Familie. Was kann man denn dann, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich schnapp jetzt auch mal die ganze Familie und fahre nach Holzgerlingen, kann man eigentlich einen schönen Tag verbringen? Ja, also das Rahmenprogramm ist sehr vielseitig. Natürlich Hauptaugenmerk liegt darauf, dass sich unsere Mitgliedsbetriebe dort präsentieren können. Mhm. Wir runden das aber ab. Es fährt eine Messebahn, mit der man durch die Messe fahren kann. Die Holzgerlinger Vereine präsentieren sich. Es wird eine Kartbahn aufgebaut sein. Es gibt einen Zirkus, wo man mit der Familie, insbesondere natürlich mit den Kindern, hingehen kann. Die Holzgerlinger Gastronomen werden für das leibliche Wohl sorgen an verschiedenen Stellen innerhalb dieses Gewerbe-Open-Gebietes. Und so kann man einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag erleben, sich gegebenenfalls eben beraten lassen, wenn man bestimmte Interessen hat und das mit der Familie verbringen, sodass für alle gesorgt ist. Es muss nur noch das Wetter stimmen. Ne? Das Wetter muss stimmen, ja, da sind die Vorzeichen momentan nicht so gut. Ich hoffe, dass es sich bis dahin endgültig abgeregnet hat und wir nicht mit unwetterartigen Regenfällen zu rechnen haben. Bisher hat man Glück. In der Vergangenheit. Ist es denn schwierig, gerade bei solchen Veranstaltungen, das Gewerbe auch davon zu überzeugen? Weil jeder muss ja natürlich auch eine gewisse Eigeninitiative einbringen, verursacht ja auch ein bisschen Kosten, dass die Leute einfach oder die Gewerbetreibenden sagen, Mensch, finden wir klasse, machen wir mit. Also die Resonanz ist ähnlich gut wie in den vergangenen Jahren. Wir werden momentan, ist mein aktueller Wissensstand, über 50 Firmen präsentieren können. Dazu kommen dann noch die Vereine, die sich präsentieren. Es gibt noch einen Flohmarkt, der zwischendrin aufgebaut ist. Also die Resonanz ist weiterhin gut. Die Firmen wissen, dass das eine sinnvolle Veranstaltung ist. Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir auch hoffentlich viele Zuschauer und Gäste, die sich dort tummeln werden. Von daher ist die Überzeugungsarbeit nicht so schwierig. Die normalen Verwerfungen, dass der ein oder andere mal eine Erinnerung mehr braucht, als man sich das erhofft, aber dann funktioniert das eigentlich gut. Vielen Dank, Leonhard Leifried, für den kleinen Einblick auch in den Holzgerlinger Gewerbe- und Handelsverein. Weiterhin viel Erfolg im Amt. Wir drücken den Daumen. Wie lange ist es? Wie lange sind Sie eigentlich gewählt? Auf 2 Jahre. Auf 2 Jahre. Ja. Ja, in 2 Jahren steht die neue Wahl an. Bestimmt. Klappt. Gut. So, und gutes Wetter natürlich für die Gewerbe Open. Sie haben es gehört, 25. und 26. Juni steht es an in Holzgerlingen. Bis dahin, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier beim Böblinger Stadtgespräch. Tschüss, schönen Abend.